Moin Leute und willkommen zurück zu Warframe. So, wir sind wieder im Railjack. So, wir sind immer noch auf dem Sodun unterwegs. Wir haben letztes Mal Mordo und Nodo Kluft gespielt. So, jetzt jumpen wir mal in Spiro Kluft. Und danach gucken wir, wie wir hier zeitlich durchkommen, ob wir dann noch Wieler Kluft spielen. So, dann jumpen wir da mal rein. So. Wir haben mehr was verändert zum letzten Mal. Wir haben unseren Schildmod, den wir drin hatten, haben wir nochmal geupgradet. Wir haben Schadensmod für die vordere Artillerie erhöht. So. So, wir fliegen nämlich gleich mal hin, dass wir hier alles ein bisschen einsammeln. Sollen wieder nicht so viele töten, ne? Fliegt das jetzt davor oder dahinter? Es fliegt davor. So, ich glaube, das haut gleich ab, ne? So, getroffen. So. So. Welchen Mod ich auf jeden Fall noch haben will, ist... ich glaube, es gibt noch mal zwei. Einmal, dass wir weniger Fluxenergie benötigen. Und dann gibt es noch den, der hier... Gibt es noch einen, der irgendwie so ein bisschen Schaden und so erhöht. Und auch für unsere Denkraketen. Für unsere Fähigkeit, die wir da immer nutzen. So. So. Da sehen wir gleich das nächste. So, und dann sind wir nämlich direkt durch hier schon. So, jetzt müssen wir noch das blöde Objective machen. So. Was ich jetzt ein bisschen doof finde, ist mit diesem Part 1 jetzt, mit diesem Update. Kann ja nur ein Feuer maximal kommen. So. Aber wir sehen... Kommt wahrscheinlich nicht über 400, ne? Na, so eine Kacke. So, jetzt fehlen uns hier noch... Pustrüts. Also schnell mal einsammeln. Also, wenn ich das... jetzt richtig mitbekommen habe, können wir aktuell nur ein Feuer bekommen gleichzeitig. Das heißt, in einen Mod, den wir da mal hochgepusht haben, Strategie, in der man 8 Feuer gleichzeitig löschen kann. Die hat sich dann erübrigt. So. Schießt hier was auf uns? Ach da. So, jetzt sollten wir nochmal schnell gucken, dass wir unsere Kuppelladung wieder auf Vordermann bringen. So, dann müssten ja die zwei auch reichen. So. Und dann haben wir nämlich direkt alles auch schon. Ach hier. Jung. So, die brauchen wir gleich noch bestimmt wieder, wenn die Enterkapseln kommen. Die Schweine.
Das Ding schießt doch gleich wieder. Also dafür, dass es eigentlich eine Lenkrakete ist. Oi. Dieses Aiming. Was sind das hier eigentlich? Wenn wir die von vorne treffen, kriegt die kein Damage, ne? Aber das Ding muss doch jetzt eigentlich wieder schießen hier gleich, ne? So. Ich sehe einen Eingang. So, was schießt jetzt auf uns? Oder sind wir hier irgendwo gegen? Ne, und was schießt auf uns? Tatsache. So. Wir verstecken uns jetzt hier. Da kennen wir nichts. Da können wir nichts. Projektil im Anflug, sagte er. Alter. Seit wann schießen denn Grenier eigentlich mit Kälte? Krass. Richtig krass. So. Hier. Der war jetzt nicht so weit. Muss aufpassen, dass wir hier nicht so heftig Damage kriegen. Das finde ich immer ein bisschen doof, dass wenn du dann in den Archwing gehst, das ist ja auf Eidolon auch so, dass dann durchgehend Fähigkeiten weg sind. Die man vorher gecastet hatte. Vorhin hier, das Ulti hat da ja durchgezogen gehabt vorhin. So, jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. So. Der denn her? Ja, die machen guten Schaden hier, die Grenier. Junge. So, müssen wir nochmal rein. So. Was den ersten Kern? Den ersten und letzten? So, die haben jetzt noch Ulti drauf. Habe ich heute noch nichts getrunken. Ich schwöre. Mal ein bisschen abkönnen, ja. So, erster und der letzte Kern. Und was wollte mich da gerade ziehen? Lavan-Reaktor MK2. Das bedeutet, davon haben wir dann jetzt zwei Stück, würde ich sagen.
da unten noch einer. Also zwei Stück müssen wir haben, glaube ich. Können wir die nämlich wieder fusionieren. So, der war drüber. Und der war so drin. Der war so drin. So, dann sind wir hier durch. So, gucken wir nochmal schnell. So, Lavan. Mehr hatten wir. Doch, ein Lavan Abbock MK2 haben wir noch bekommen. So. Günstige Artillerie. Ich glaube, die haben wir schon. Gut. So, dann müssen wir doch eigentlich hier noch schnell reinkommen. So, was ist das hier? Wandcluster. Gibt es hier auch nochmal oder sieht das... Doch, hier, der war ja, sieht ja auch so aus. Okay. Dann rein in die Villa Kluft. Warum brennt das da? Hört das auf zu brennen jetzt? Hm. Wäre auf jeden Fall mal interessant. Nee, das brennt da noch. So, wir haben noch hier keine Zeit. Da kommen schon die Gegner aus. Also mal ein bisschen treffen hier, ja. So. Crewship. Oh, das ballert jetzt rein. Aber warum kommen denn hier jetzt immer nur... wo will ich denn hin? Warum dürfen wir jetzt immer nur 35? Als direkt nach dem Patch gespielt habe, war jede Erdenmap mit 51 Gegnern. Fand ich ein bisschen viel. So. So, wo ist denn hier ein Crewship? Da und da. Und rechts auch noch eins. Mal gucken, ob wir jetzt alle drei kriegen. Erstmal das Offensichtliche. So, das. So, und da ist noch eins. So, gucken wir mal schnell, ob wir noch... So, da ist noch ein Crewschiff. Das müssen wir noch killen. Sonst killt es auch uns. Also waren wir jetzt so schnell, dass sogar 5 Crewschiffe gekommen sind. Krass. Und der droppt jetzt einen Mega-Reaktor. Oder und was anderes Geiles. So, jetzt brauchen wir Rohstoffe. Das, was ihr hier alles gedroppt habt. So, das hier oben hat da schon. Hat da. So. Und was haben wir da vergessen hinter uns? Wenn ich das richtig gesehen habe. So. Nee. So, den einen hier vorne haben wir auch nicht bekommen. Ah nee, der ist ja da ganz hinten. Oh, hier sind auch überall Rohstoffe. War dafür ja irgendwie noch nicht so das richtige Auge hier. Die ganzen Rohstoffe hier zu sehen.
Ich mache auch noch platt. So, jetzt wäre wir fast vorbeigeflogen. Ja. So, das ist ja noch nur noch 10 Kilometer. So, Schiffsbrecherplattform. Das Ding schießt doch hier bestimmt wieder. Warum fliegen die vorbei? Unwelcome visitors inbound. Prepare to repel. Das soll noch auch Lenkraketen sein, oder nicht? Dieses Aim heute da. Mann. Nicht so, dass das letzte Mal besser war, aber... Junge. Ah, hier ist bloß das Komische mit dem Strahl, ne? Dann können wir uns ja hier verstecken. So. Ladies, wir kommen. Aber es ist wirklich immer die gleiche Map, ey. Gleiche Map. So. So, jetzt bei dem beamen wir uns zurück. Macht er aber nicht, wa? Mann. Und wieder raus. Jung. Rein. So, jetzt müssen wir da wieder zurück. So. Wir dürfen ja was zerstören. Ressourcen stacken wir uns aber diesmal nochmal hier. Weil irgendwann ärgern wir uns, dass wir die nicht haben. Sind wieder da. Haben die jetzt auch so ein Level? Tatsache. Yeah. Schnitzelparty. Oh, ich hätte gern mal einen Mod, den ich noch nicht hab. Das wäre cool. Was macht der denn hier? So, healen brauchen wir noch nicht. Wir müssen ja nochmal rein, das heißt, wir kriegen ja bestimmt nochmal Besuch. Destroy the
Yeah, jetzt sofort, sagt er. Jetzt sofort. Beam uns zurück, Scotty. Oh. Keine Leute an Bord. So. Aber ich glaube, das gibt hier Erfahrungspunkte und die setzen sich in diesen Inhärenzen zusammen oder sowas. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So. Das heißt, wir haben dann das nächste Mal Wandcluster. Ob hier noch was kommt? Eigentlich schon, ne? Och nee. Jetzt, achso, bloß ein Feuerchen. Nur ein kleines Feuerchen. Ey! So. Ha, wir haben ihn überlistet. Und so lange das Scoreboard angelassen, dass er das gar nicht mehr wegbekommen hat. So, ein paar Mods haben wir bekommen, ne? Auch ein paar taktische Sachen, glaube ich. So. Wir wollen raus. Not bad, not bad. So, hier haben wir jetzt. Nee, was war das? War das Waffe? Und was mit Lavan? Oder war das Schild? Das war Schild? Nee, den hatten wir schon. Reaktor. Aber den müssen wir ja erst reparieren, ne? Bevor wir gucken können. Der hat 50 plus 46. Der 60. Also ich glaube, bevor ich hiervon einen repariere und da die Ressourcen reinknüppel, gucke ich glaube lieber erstmal im Wiki, was das Maximum ist an Kapazität und Fluxkapazität. Weil aktuell sind wir bei 68, was wir nutzen. So, und da wäre mit 60, das wäre dann ein bisschen zu wenig. Und hier haben wir auch plus 50 Fluxkapazität. Und wenn das hier auch plus auf plus 50 geht, dann blinkt uns das nicht wirklich was. Aber gucken können wir. Ansonsten können wir die nämlich verschrotten. Gut, dann sind wir hier an der Stelle wieder durch. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss.